Und du bist? Felix. Felix, wie alt? 10. 10 Jahre. Und du kannst das? Willst das? Such gleich mal auch schon einen aus. So, Felix geht dann auch dahin. Und du? Marie. Marie, du kommst von wo? Schwerin. Aus Schwerin. Schwerin gibt es ja auch die Jump Crew Schwerin, richtig? Ach ja. Schon mal was von ihr gehört? Nein. Die trainiert immer im Bastock. Ich weiß nicht, wo wohnst du in Schwerin? Paulstadt. In der Paulstadt. Ja, da kannst du ganz schnell mal in den Straßenbahn einsteigen, zum großen Drisch fahren, dort in Bastock reingehen. Immer mittwochs von 16 oder 17 Uhr bis 18 Uhr trainieren sie dort. Okay. Bastock kennst du? Was? Nein, ich kenne es nicht. Oh, dann frag dich mal, wie alt bist du? 10. 10. Gut. Ich sag mal, die Mutti, die ist hier auch irgendwo, der Vati. Die werden dir schon sagen, wo der Bastock ist. Wenn du da dann richtig Lust bekommst jetzt beim Jumpen, dann denke ich mal, einfach nur die Fragen, die wissen, wo der Bastock ist. So, jetzt haben wir hier noch etwas Größeres. So, du bist? Michael. Michael, ja, richtig. So, wie alt bist du? 19. 19, wir haben was mit 5 hier. Ey, super. Das, also, Sie sehen, das Interesse, Jumpen zu wollen, ist groß. Das heißt, zwischen 5 und 9. Erstmal die Grundschritte des Jumpstyle. Breitet euch mal, ihr habt ja Platz, ihr habt die Bühne, ihr habt die ganze Bühne. Platz. Die Grundschritte von Jumpstyle. So, kannst du mal den Titel 2 mal ganz kurz reinspielen, so mal so ein bisschen so nebenbei, damit die Leute was zum Hören haben, neben dem, das was sie sehen. Danke ich mich erstmal bei den Teilnehmern und bitte so langsam mal auch die Jump Crew Wismar auf die Bühne. Jump Crew Wismar ist ja auch noch nicht so lange auf dem Markt. Na, die Jump Crew Wismar existiert jetzt seit Juni letzten Jahres. Also ich denke mal so 10. Juni, 12. Juni existiert die Jump Crew Wismar. Seitdem jumpt sie. Hat sich erst von mehreren Einzelnen, genauso wie wir eben gerade gesehen haben, irgendwann zu einer Crew zusammengeschlossen, weil sie zusammen einfach jumpen wollten. Klar, jeder Einzelne jumpt für sich auch, selbst wie hier in Rostock auch, nur eben in einer Crew. Das ist natürlich schwerer, tanzen in einer Gruppe, das kennt eigentlich jeder. Ne? Jeder, der irgendwo tanzen möchte, Disco Foxtrot, den kenne ich noch in meiner Zeit, am liebsten in einer Gruppe. Das war eben unser Tanzen. Heutzutage tanzt man anders, die Musik ist anders, lauter und deswegen. Wie gesagt, Jump Crew Wismar, zeig dich sowas. Am 7. Jahr am Start, 10 Sonnenuntergang. Stelle mir die Frage, ob es schöner werden kann. Am
Wir sind Rabaukmusiker aus Gribbesmühlen. Schön, dass ihr alle da seid. Das nächste Lied heißt Zwei kleine Wölfe. Des Nachts im Dunkeln, man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir dann immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja die Wunden. Wenn's nur schon heller wär, wenn's nur schon heller wär. Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär. Batu, batu.